Und wir machen weiter mit Kampfsport. Die Konfrontaktia Stuk Valky, kurz KSW genannt, ist die größte Serie in Europa für Mixed Martial Arts, wiederum kurz MMA genannt. Und MMA, das ist eine Mischung von Kampfsportarten, in der, egal ob Judo, Kickboxen, Ringer, Brazilian Jiu-Jitsu, die Sportler sich miteinander messen. Und in dieser Serie, der KSW, da hat jetzt ein Münchner Kämpfer sein Debüt gegeben und er hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt, Filip Bradaric. From Munich Top Team, please welcome Filip Bradaric. Vor über 7 Jahren hat sich Filip Bradaric auf den Weg gemacht, um es in die Elite der MMA-Kämpfer zu schaffen. Mit seinem Debüt bei der KSW hat der Münchner dieses Ziel erreicht. Denn in der Top-Serie Europas dürfen nur die Besten ins Cage steigen. Und der 38-Jährige vom Top-Team München zeigt, dass er seine große Chance nutzen will. Sein Gegner ist der polnische Star-Kickboxer Tomasz Sarrara. Seit 2013 ist der Pole im Kickboxen unbesiegt und versucht sich jetzt im MMA. Filip Bradaric ist als Ersatzmann zu seinem ersten Kampf in der KSW gekommen. Da der ursprüngliche Kämpfer ausgefallen ist, reiste Filip direkt aus seinem Urlaub an, ohne gezielte Vorbereitung und Trainingscamp. Die ersten 2 Runden dominiert Filip, indem er seinen Kontrahenten in den Bodenkampf zwingt. Doch das hohe Tempo fordert seinen Tribut. In der 3. Runde gelingt es Sarrara erstmals in die Sitzposition zu kommen. Filip Bradaric fehlt zu diesem Zeitpunkt einfach die Kraft, den Gegner abzuwerfen. Und so gab der Münchner wegen Erschöpfung auf. Es dauerte Minuten, bis sich Filip Bradaric wieder etwas erholt hat. Und auch wenn er als Unterlegener und völlig erschöpft das Cage verlässt, so haben die KSW-Organisatoren doch sein Potenzial erkannt und den Münchner für weitere 3 Kämpfe in Europas Elite-Liga verpflichtet. Und er hat immer noch ein kleines Andenken unter dem linken Auge von diesem Kampf. Herzlich willkommen, Filip Bradaric, hier in der Sportarena. Danke, schön bei euch zu sein. Du hast selber gerade noch mal rübergeschaut, hast die Bilder gesehen von diesem Duell, das du da ausgekämpft hast gegen Tomasz Sarrara. Ganz ehrlich, er hat zwar den Sieg zugesprochen bekommen, aber gewonnen hat er ja nicht, sondern im Prinzip hast du einfach nur nicht mehr gekonnt. Ich habe mich selbst eigentlich besiegt. Ich war, wie gesagt, einfach nicht vorbereitet, aber ich musste die Chance einfach nehmen. Die Chance wäre vielleicht nie im Leben mehr gekommen. Deswegen alles gut. Es war eine Niederlage, aber im Endeffekt war es ja mein größter Erfolg in der Karriere, weil ich jetzt bei KSW gesigned bin, weitere 3 Kämpfe habe und ich kann es eigentlich immer noch nicht fassen. Es ist mein größter Traum. Dafür arbeite ich schon 12 Jahre sehr, sehr hart und lang. Zwischendrin habe ich oft auch gezweifelt, ob es wirklich klappt, ganz nach oben. Ja, und ich freue mich einfach nur. Für diejenigen, die jetzt das noch nicht so einstufen können, die KSW ist in Europa im Bereich MMA die absolute Nummer 1. Es gibt wahrscheinlich nur in Nordamerika noch die UFC, die noch ein bisschen größer und mehr expandiert. Warum ist es dann so wichtig da oder so bedeutsam, da so dabei zu sein? Ist das so zu vergleichen, jetzt machen wir es mal bei Fußball, so wie die Champions League, als wenn du berufen wirst in eine Champions League-Mannschaft? Genau, also wie du schon gesagt hast, das ist die größte Veranstaltungsreihe in Europa und mittlerweile auch die zweitgrößte der Welt. Und die wachsen immer mehr und mehr, die gehen in andere Länder. Die kommen nach Kroatien, in meinem Heimatland sind sie sehr populär. Hoffe ich in Zukunft natürlich auch kämpfen zu dürfen, das wäre mir eine Riesenehre. Die wollten auch nach Deutschland kommen, dann kam Corona dazwischen. Berlin war so ein bisschen in Planung. Die waren in England, in London, Polen sowieso. Und ja, es ist die größte Veranstaltung in Europa und zweitgrößte der Welt augenblicklich. Also bin sehr, sehr stolz, da zu kämpfen. Und als du jetzt erfahren hast, du sollst kommen, du warst ja gerade im Urlaub, du solltest eigentlich Taufpate werden. Das heißt, die haben dich von der Feier direkt weggeholt? Warst du schon im Anzug und wolltest gerade los? Fast. Also ich habe den Call so gegen Mitternacht am Donnerstag bekommen. Da saß ich gerade in Bukarest mit meiner Freundin in der Bar, habe was gegessen, gerade einen Cocktail, einen Cuba Libre bestellt, habe die Hälfte getrunken und dann kam der Anruf von meinem Manager Ivan Djakovic, dass eben, ob ich bereit werde einzuspringen. Da habe ich mich natürlich über die Kondition erstmal informiert, weil das ist schon ein sehr riskantes Manöver, weil im Kampfsport ist es ja so, man riskiert nicht nur eine Niederlage, sondern auch seine Gesundheit, wenn man nicht vorbereitet. Das ist eigentlich sehr, sehr vogelwild, so eine Aktion zu wagen. Aber ich wusste, mir wurde ein Vertrag über 4 Kämpfer garantiert. Vorher war das in Planung zu KSW, dass er mich reinbringt, der Ivan. Aber es hätte wahrscheinlich noch 2, 3 Siege am Stück gebraucht. Und wie es dann so immer ist, vielleicht wäre die Chance nie wieder mehr gekommen. Und deswegen habe ich gleich zugesagt. Und 4 Stunden später, um 4 Uhr in der Früh, also Mitternacht, kam die Zusage am Donnerstag.
4 Uhr früh musste ich schon in Bukarest zum Flughafen gebracht und über Zwischenlandung in München dann nach Warschau. Und dann quasi mit einer halben Stunde ein bisschen Powernapping im Flugzeug kam ich natürlich total übermüdet nach Warschau und dann gleich das ganze Mediaarbeit, musste Interviews geben in Englisch, auf Kroatisch, wurden ganz viele Fotos gemacht, ganz viele Videos. Also ich war schon sehr zermürbt ohne den Schlaf, aber das Adrenalin und die Freude und die Chance, auf der größten Bühne in Europa zu kämpfen zu dürfen, hat mich dann so wach gehalten. Dann hatte ich kurz so ein bisschen Zeit, 2 Stunden mich im Hotel hinzulegen und dann ging es schon ins öffentliche Wiegen. Und war dann auch turbulent mit ein paar hundert Zuschauern. Danach wieder ein Interview, wieder warten, Stare-Down mit den Gegnern. Also du tauchst dann schon in eine ganz andere Welt ein. Da spielt sich viel ab, da ist viel drumherum. Allein der Kampfabend, der wurde ja von 15 Fernsehstationen, egal ob lineares TV, wie man es so schön nennt, oder online, nur in Polen allein übertragen. Und die KSW hat, glaube ich, knapp 3 Millionen Fix-Abonnenten, die wirklich nur das buchen. Also das ist mal eine Größe, und da würden in Deutschland Pay-TV-Sender, die auch Bundesliga zeigen, ja, würden sich die Finger nachschlecken. Du hast dann beim Wiegen ja zum ersten Mal deinen Gegner gesehen, Thomas Arara, der in Polen ein Star ist im Kickboxen. Allerdings, wenn man den Kampf dann wiederum verfolgt hat, den hattest du komplett im Griff. Der war chancenlos, obwohl der ja eigentlich die lange Vorbereitungszeit hatte. Ja, also er war halt konditionell top vorbereitet. Es war für ihn sein KSW-Debüt und der hat sich natürlich hart vorbereitet. Ich wusste, dass er vom Kickboxen kommt, dadurch seine Schwäche am Boden hat und habe versucht, das so auszuspielen. Ich wusste nicht, was er am Boden kann oder nicht kann, aber ich habe auf Instagram gesehen, er hat mit Jan Blachowicz sich vorbereitet. Für die, die es nicht wissen, ist der aktuelle UFC-Champion bis 93 Kilo. Von daher war das schon ein bisschen ins Dunkle. Man wusste nicht, wie gut kann er sich verteidigen, was erwartet mich da. Aber der Gameplan war klar, ihn schnell runterzubringen. Vielleicht habe ich ein bisschen zu viel gewollt. Ich wollte mich eben zu sehr vielleicht auch beweisen, ihn finishen in der ersten Runde. Und habe mich auch etwas verausgabt, was vielleicht nicht das Klügste ist, ohne ein Trainingscamp, ohne Schlaf, hin und her. Und im Nachhinein ist man immer klüger. Hätte ich mir die Kräfte besser eingeteilt, hätte es gereicht, weil mir wurde auch hinterher gesagt von Organisatoren, die ersten beiden Runden habe ich 10-8 gewonnen, das heißt doppelt. Das heißt, es wäre gar nicht nötig gewesen. Ich hätte mich da pacen können, die erste Runde 10-9 nach Hause bringen können, die zweite und die dritte wäre es dann auch gewesen. Es war am Ende reine Erschöpfung. Ich war noch nie in meinem Leben so müde, weder in einem Sparring, weder in einem Kampf. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Also ich habe dann wirklich eine halbe Stunde schnaufen müssen nach dem Kampf. Also war sehr vogelwild, auch nicht ganz ungefährlich. Aber wie es immer so schön heißt, ab und zu im Leben muss man einfach ein Risiko wagen, um Großes zu schaffen. Wird es einen Rückkampf geben? Weil du würdest natürlich sicher das Interesse haben zu sagen, ich will das beweisen, weil ich hatte ihn im Prinzip 2 Runden im Griff. Und die dritte Runde, wenn die Luft ausgeht, ja gut. Das war dann halt einfach auch ein bisschen Pech. Aber im Prinzip, das wäre sicherlich eine Sache, die auch denkbar wäre. Ja, absolut. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt unbedingt den Sarara das zurückzahlen will oder muss. Ich will in der Organisation einfach beweisen, was ich kann. Mich richtig gut vorbereiten und Siege holen. Und ja, das Endgoal ist ganz klar. Ich will da nicht jetzt einfach dabei sein, mal gekämpft zu haben. Mein Ziel ist ganz klar, ich will dort der Heavyweight-Champion werden. Das ist sicherlich ein großes Ziel, weil es einige Kämpfer gibt, die auch an einem Kampfabend dabei waren. Simon Kolecki zum Beispiel, der war ja mal Olympiasieger im Gewichtheben, ist dann auch vor ein paar Jahren gewechselt. Das zum Beispiel wäre ein Duell, da hätte ich mir gedacht, das wäre was, weil ihr beide natürlich viel mehr MMA-Background mitbringt, als Sarara das hatte. Mal gucken, was die Veranstalter so machen. Wie aber geht's für dich jetzt weiter, bis dann wieder so ein Kampf bei der KSW ansteht? Ja, also jetzt erhole ich mich noch ein paar Tage, dann geht's schon wieder zurück ins Training. Natürlich wird auch an Fehlern wie immer gearbeitet. Es ist nicht nur die Kondition, an der es lag. Also ich habe da auch schon noch den Kampf mir jetzt sehr oft angeguckt und analysiert. Ich habe da auch schon viele Fehler entdeckt, an denen ich arbeiten muss. Und ich will mich ja immer verbessern. Darum geht's ja eigentlich im Prinzip im Sport und im Leben generell. Und dann warte ich auf einen Anruf vom Ivan Djakovic, meinem Manager, wie es weitergeht. Ich denke, in dem Jahr wird es auf jeden Fall noch einen Kampf geben und ich freue mich mega. Es war nicht die erste Niederlage in deiner Karriere, aber bist du zum Beispiel jemand, der sagt, jawohl, ich habe aus diesen Niederlagen wirklich gelernt und bin besser zurückgekommen? Weil das ist ja so eine Redewendung, man kommt entweder gestärkt zurück oder man kann die Karriere eigentlich beenden. Absolut, also in meinem Fall ist echt so, die Niederlagen haben mich im Sport und im Leben immer stärker gemacht. Die Siege, da nimmt man oft nicht viel mit. Ich habe oft, muss ich ganz ehrlich gestehen, das Problem, wenn ich siege, dann werde ich manchmal leicht überheblich. Also ich denke, es ist gut so, wie es gekommen ist auf lange Sicht, dass ich jetzt knapp verloren habe, weil so wie ich mich kenne, hätte ich in der ersten Runde, wo der Choke ganz knapp gesessen ist, gewonnen.
dann wär ich natürlich sehr froh gewesen. Aber klar hätte ich mir gesagt, ich komme aus dem Urlaub ohne Vorbereitung und besiege einen Nationalhelden in der ersten Runde. Und das, wie ich mich kenne, sorgt oft schon dafür, dass man ein bisschen vielleicht überheblich wird und dann nicht an seinen Fehlern mehr so arbeitet wie jetzt. Weil jetzt bin ich ja gezwungen, nochmal so wirklich alles mir anzuschauen. Hey, woran lag's? Was kann ich besser machen? Auf lange Sicht gesehen ist es besser, so wie es gekommen ist. Obwohl ich mich natürlich mehr gefreut hätte, hätte ich mir den Sieg auch gleich geholt. Philipp, ich hoffe, ich sehe dich bald wieder, wenn der nächste Kampf ansteht oder gerade vorüber ist und dann hoffentlich auch siegreich für dich verlaufen ist. Danke, dass du heute da warst. Genieß noch die Freizeit und dann häng dich rein in die Vorbereitung. Vielen Dank.